wunderschönen guten Morgen an alle Gesundheit Plus Mitglieder sowie auch die Mitglieder bzw. die Sportbegeisterten vom Sportstudio Allgäu in Deutschland. Wir machen heute zusammen eine Pilatesstunde. Ich hoffe, ihr versteht so unseren Tiroler Dialekt. Aber es ist eben meist eben nur zum Mitmachen, deswegen. Sollte jemand noch nie eine Pilatesstunde gemacht haben, es geht vor allem um die Rumpfstabilität. Das heißt, ihr setzt eure ganze Konzentration auf die Aktivierung bzw. die Stabilität im Rumpf. Gut, wir starten heute im Sitzen. Zieht euch mit dem Nacken in die Länge, macht die Wirbelsäule lang und wir fangen an mit einem kleinen Warm-up. Lasst die Schultern schön entspannt. Und wir machen Kreise nach hinten. Kreise machen wir jetzt größer. Und wir machen nochmal Richtung wechseln. Macht es so groß, wie es geht. Machen wir die letzten zwei. Und bleiben da. Jetzt gehen wir weit nach vorne und öffnen uns wieder. Ihr kombiniert es ein bisschen mit der Atmung. Das heißt, ausatmen nach vorne, einatmen, öffnen. Und die letzten zwei. Legen wir die Hände wieder ab. Gut, wir gehen nochmal über die Seite, Wirbelsäule wieder lang und schauen, dass euer Sitzbein hier gut geerdet ist. Mit der anderen Hand passt es euch ein bisschen an, vergrößert den Abstand. Wir machen nochmal Richtungwechsel. Fließende Bewegung, es ist immer noch unser Warm-up. Probiert weich zu bleiben. Und die letzten zwei. Wir beginnen in Rückenlage. Füße sind schön aufgestellt. Entspannt immer eure Schulter. Das heißt, wir krabbeln mit den Fingerspitzen Richtung Fersen. Ihr probiert einen großen Abstand zu den Ohren zu haben. Und wir beginnen mit der Beckenkippung. Das heißt, ihr geht ins Hohlkreuz und mit der Ausatmung probiert die ganze Wirbelsäule auf die Matte zu bringen. Sollte sich nur das Becken bewegen, wenn es geht. Und die letzten zwei. Und dann bleibt es in einer neutralen Position, so dass die Hände unter eurem Rücken einen leichten Kontakt haben, also so eine kleine Lordose bleibt. Bauchnabel zieht nach innen und dann haben wir mal beide Füße 90 Grad nach oben. Schultern wieder schön entspannt und dann haben wir ein Bein in die Streckung. Einatmen zum Körper, ausatmen, lang werden. Und die letzten zwei. Und dann stellen wir beide Beine wieder auf. Gut, positioniert euch wieder, krabbelt wieder ein bisschen weiter, entspannt eure Schultern, fächert die Schulterblätter richtig breit und wir gehen ein zweites Mal 90 Grad nach oben. Gut, erstmal schließen wir die Beine und wir gehen mit dem ganzen Paket nach unten. Einatmen nach oben, ausatmen, wegschieben. Und ihr konzentriert euch, dass der Rücken so gut wie es geht in der Matte bleibt. Immer wieder Schultern locker lassen. Und dann machen wir dann die letzten zwei. Einatmen, ausatmen tief und aufstellen. Gut, wir gehen mit den Fersen ein bisschen näher zum Gesäß und gehen jetzt langsam in die Brücke. Ihr probiert es bei allen Übungen
immer die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel zu rollen. Das heißt, wir fangen an, das Becken zu kippen, rollen uns dann Wirbel für Wirbel nach oben, bis ihr schön in der Brücke seid. Und von da fangen wir bei der Brustwirbelsäule an und legen jeden Wirbel wieder einzeln nach unten auf die Matte. Das wiederholen wir jetzt 5 Mal. Meistens bewegt man das ganze Segment unter einen und ihr probiert es einfach wie, als ob ihr einen Abdruck mit der Wirbelsäule in der Matte hinterlassen wollt. Deswegen lasst euch Zeit und denkt jeden Wirbel einzeln wie eine Perlenkette abzulegen. Wir machen es noch ein letztes Mal. Und strecken dann die Beine. Gut, die Hände dann mal hinterm Kopf. Lasst den Kopf ganz schwer in die Arme einfallen. Die Ellenbogen sind von den Augenwinkeln nur leicht sichtbar. Wir heben Kopf und Schultern von der Matte weg und nehmen die Beine wieder 90 Grad. Wir machen das Gleiche. Wir schieben wieder ein Bein in die Länge. Einatmen zur Brust. Ausatmen, Seite wechseln. Konzentration liegt auf eurem Rumpf. Probiert es mit der Wirbelsäule festen Kontakt zur Matte. Und die letzten 2. Und dann stellen wir einmal kurz die Beine wieder auf. Gut, die Hände gehen wieder neben dem Becken. Wir gehen mit den Handrails weiter. Bringen beide Beine nach oben, Oberkörper ab, Hände schieben wieder weit weg und wir fangen an, mit den Händen leicht zu pumpen. Geht's gerne mit den Füßen ein bisschen tiefer. Blick geht Richtung Zehenspitzen und macht die Fußspitzen gerne so point, richtig lang. Und weiteratmen. Letzten 5. Langsam ablegen. Und dann ziehen wir kurz die Knie zur Brust und wir machen kleine Kreise. Gut, ihr streckt die Hände, Füße durch, macht es euch lang. Wir rollen wieder Wirbel für Wirbel auf. Das heißt, wir starten mit den Händen. Atmen aus, lösen Kopf, Brustwirbelsäule. Und ihr zieht es euch nach oben auf und macht es euch oben nochmal lang. Einatmen. Mit der Ausatmung gehen die Hände nach vorne und ihr probiert es wieder jeden Wirbel einzeln abzulegen. Einatmen, hinten Länge schaffen, ausatmen, starten wir wieder mit den Händen, lösen den Kopf, ziehen uns nach oben auf und werden oben nochmal ein Stück länger. Noch ein letztes Mal. Ausatmen, Kopf lösen. Jeden Wirbel einzeln. Und jetzt zieht sich lang nach oben auf. Gut, wir stellen die Beine auf. Ihr dürft sie auch vorne bei den Beinen halten. Macht die Wirbelsäule schön lang. Zieht sich mit dem Nacken wieder nach oben. Wichtig ist nur, dass die Schultern wieder schön tief bleiben. Gut, Beine sind aufgestellt. Jetzt lösen wir die Hände. Vorstellung, ihr habt so einen richtig großen Beziehball in der Hand. Schultern entspannt und wir rollen wieder nur über die Lendenwirbelsäule nach hinten. Bleibt es rund. In der Rundung kommen wir wieder nach vorne und ziehen uns dann wieder oben in die Länge. Ausatmen, wieder rund werden. Und ab. Ihr merkt, wie ihr über die Sitzbeinhöcker kommt und dann ab dem Zeitpunkt geht es um die Länge in der Wirbelsäule. Bauch richtig schön einrollen. Und ein letztes Mal. Letztes Mal auf und
Und da bleibt ihr jetzt kurz. Ihr streckt die Beine durch, bleibt lang in der Wirbelsäule. Und wir nehmen die Beine jetzt etwas in die Grätsche und flexen sie. Das heißt, die Zehen anziehen und wir nehmen die Hände 90 Grad neben eurem Körper. Ihr bleibt, wie ihr seid. Sie drehen ihr ein bisschen. Aufrechte Wirbelsäule, Schultern entspannt. Und jetzt dreht euch zur Seite und probiert es an der Außenseite von eurer Fußkante zu sägen. Ihr kommt immer ein Stück tiefer nach unten. Das ist intensiv die Übung. Letztes Mal. Oberkörper nach oben. Nochmal Länge schaffen, drehen. Und wieder an der Außenseite. Zieht euch immer ein Stück weiter nach unten. Und die letzten zwei. Oberkörper nochmal auf. Und dann dürft ihr die Beine kurz zur Brust ziehen. Gut, wir gehen mit vier Füßen weiter. Schaut, dass die Hände schön unter dem Schultergürtel sind. Und hinten so, wenn es geht, circa 90 Grad. Wichtig ist, dass die Schultern wieder weg von den Ohren sind. Gut, wir lösen rechte Hand, linkes Bein von der Matte. Halten es. Ihr probiert, die Rumpfstabilität wieder aufrecht zu halten. Das heißt, stellt euch einfach ein Tablett vor auf dem Rücken, das darf man drunter fallen. Und wir ziehen Hand und Fuß in die Länge. Fest im Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Letzten zwei. Wir bleiben kurz oben. Und lösen. Schultern nochmal bewusst wegschieben von den Ohren. Und wir gehen auf die Gegenseite. Und verstärken das wieder. Fängt es an das Tablett auf den Rücken. Und zieht die vordere Hand richtig in die Streckung. Letzten drei. Wir bleiben wieder oben. Und gehen dann langsam wieder auf. Ihr dürft euch einmal kurz auf die Fersen setzen. Schiebt die Hände nach vorne. Und Oberkörper wieder auf. Gut. Wir bleiben in der Position. Nehmen nur die Hände ein bisschen weiter nach vorne. Ihr dürft euch die Knie ein bisschen auseinander nehmen. Ihr schiebt euch mit dem Gesäß ein bisschen Richtung Fersen. Wir lösen eine Hand, nehmen sie zur Schläfe. Ihr rotiert es ein und macht es auf. Wichtig ist, dass ihr mit dem Gesäß probiert, unverändert zu bleiben. Es geht um die Brustwirbelsäule. Einrollen und in der Einatmung öffnen. Ganz oben kurz bleiben. Machen wir mal letztes Mal. Und wechseln dann auf die andere Seite. Wichtig ist, drückt euch wieder mit beiden Händen fest von der Matte raus. Nehmt die andere Hand an die Schläfe, rotiert es ein und macht es da wieder richtig auf. Wenn ihr vermehrt ins Hohlkreuz geht, in die Lordose, ist es ein bisschen leicht, das Becken zu stabilisieren. Machen wir die letzten zwei. Und nehmen dann nochmal beide Hände nach vorne. Gut, Abstand wieder ein bisschen verkleinert. Wir lösen wieder das linke Bein, Schultern bewusst weg von den Ohren und ihr lasst das Bein schwer und kontrolliert abfallen. Vorstellung, ihr probiert es mit dem Bauch das Bein zu bremsen.
Atme es ruhig weiter. Und vergesst die Vorstellung von der Blätter auf dem Rücken. Schön parallel bleiben. Wir machen ein letztes Mal. Bleiben oben und machen jetzt kleine Kreise. Probiert es wirklich in eurer Hüfte umzurühren. Das Bein bleibt richtig gestreckt. Wie eine Pfeilspitze, ganz lang. Richtung wechseln. Und die letzten zwei. Und dann kommen wir mit den Beinen wieder rein. Ihr dürft euch einmal wieder nach hinten setzen. Hände noch mal ein bisschen strecken. Und wir gehen ein zweites Mal wieder auf. Wichtig wieder, Schultern weg von die Ohren. Wir nehmen das andere Bein in die Strecke. Und lassen es wieder schwer abfallen. Drückt euch immer wieder von der Matte raus. Schaut, dass nicht zu viel zwischen die Schulterblätter reinsickt. Letzten zwei. Wir bleiben oben und ihr macht wieder kleine Kreise. Im Pilates arbeitet man viel mit Bildern, deswegen stellt euch an der großen Zehe wie ein Kugelschreiber vor und ihr zeichnet an der gegenüberliegenden Wand Kreise. Richtung wechseln. Und die letzten zwei. Und dann setzen wir uns nochmal nach hinten auf die Fersen. Gut, wir gehen die Seitenlage weiter. Wir starten auf den Unterarm. Ihr könnt beide Beine vor anbinden. Wir nehmen die Hand in die Taille. Und wir heben nur einmal alles nach oben auf. Schaffst es hinten Ellenbogengesäß. Und die Ferse eine Linie bilden. Wichtig ist, dass der Kopf nicht absinkt, sondern auch der mit der Wirbelsäule in der Verlängerung bleibt. Nehmen die obere Hand nochmal mit und machen jetzt wieder kleine Kreise. Zieht den Bauchnabel fest nach innen. Knie, Ellbogen zusammen und ziehen uns wieder auseinander. Einatmen, Länge schöpfen, ausatmen zusammen. Sollte jemand in der Schulter einen Schmerz spüren, vergrößert es einfach ein bisschen Abstand. Machen wir die letzten zwei. Langsam auf die Matte und ihr dürft euch aufstellen mit dem Kopf. Eine Hand platzieren nach vorne, es geht wieder um den Fokus Rumpf. Seid schön stabil und wir machen Kreise nach hinten. Ganz locker bleiben die Schultern. Ihr dürft euch da ein bisschen gegenhalten. Es sollte sich nur das Bein bewegen. Probiert es genau da, wo es anstrengend ist, langsam zu bleiben, ohne zu viel mit dem Rumpf zu wackeln. Wer möchte, kann er gerne den Kopf komplett ablegen, so wie es für euch angenehm ist. Machen wir die letzten zwei. Und kommen dann wieder in die Mitte. Es zieht da, ihr könnt es ja immer gerne vielleicht ein bisschen abklopfen, damit die Spannung ein bisschen rausgeht. Gut, Hand bleibt wieder vorne. Oberes Bein ist wieder in der Streckung und wir flexen es. Das heißt, Zehen wieder anziehen,
Bitte schaut, dass der Kopf nicht Richtung Füße schaut. Schaut geradeaus. Vorstellung, dass die Hand hinten mit dem Bein wieder eine Linie bildet. Und jetzt gehen wir nach oben und nach unten. Probiert eure Ferse richtig weit wegzuschieben. Es darf sich die Taille ein bisschen heben von der Matte. Ah, da wieder gern, wer möchte, kann den Kopf ablegen. Letzten zwei. Und schließen dann. Und ihr könnt einmal die Knie nach vorne bringen. Macht euch so klein, wie es geht. Wichtig ist, dass ihr hinten ein schönes Hohlkreuz habt. Also bringt euer Gesäß so weit, wie es geht, nach hinten. Beide Füße sind übereinander. Und wir öffnen jetzt nur die Knie und schließen wieder. Ihr solltet genau oben in der oberen Po-Hälfte merken, wie es arbeitet. Wenn ihr zu wenig macht, geht es mehr ins Hohlkreuz. Und bleibt. Weniger ist mehr. Kleine Bewegung. Und die letzten zwei. Und jetzt bleiben offen mit dem Bein. Wir halten es nochmal 10 Sekunden, geht es nur noch mehr ins Hohlkreuz. Verstärkt es. Haltet. Sollte jetzt richtig schön ziehen auf der Po-Hälfte. Letzten 5, 3, 2 und loslassen. Gerne wieder ein bisschen abklatschen. Und wir wechseln auf die Seite. Wir starten wieder auf den Unterarm. Richtet euch hinten wieder mit einer Linie aus. Beine beide anwinkeln und zuerst nur mal das gesamte Becken heben. Oberen Fuß in die Streckung und wir nehmen die Hand wieder mit. Stellt euch bei den Übungen immer hinten eine Wand vor, wo Kopf, Schulter, Gesäß, Beine und Hand hinten Kontakt haben. Und dann fangen wir wieder an zu kreisen. Bauchnabel zieht nach innen. Machen dann die letzten zwei. Bleiben, gehen vorne zusammen und ihr macht euch wieder lang einatmen. Ausatmen, schließen und wieder öffnen. Achtung auf den Kopf, dass er nicht absinkt. Ihr bleibt in der gleichen Linie wie die Wirbelsäule. Schultern wieder entspannt lassen. Letzten zwei. Und dann kannst du langsam wieder nach unten gehen. Gut, wir stützen uns wieder rauf. Eine Hand geht wieder nach vorne. Und wir gehen weiter wieder mit die Kreise. Macht die Kreise nur so groß, wie ihr es erhalten könnt vom Rumpf. Blick, wenn es geht, wieder geradeaus, nicht Richtung Füße. Und lasst die obere Schulter locker. Richtung wechseln. Trotzdem noch schöne Kreise machen. Gerne könnt ihr wieder ganz nach unten gehen, wenn es für euch angenehm ist. Und die letzten zwei. Und dann dürft ihr euch wieder anwinkeln. Gerne wieder ein bisschen abklopfen. Gut, wir bleiben wieder. Bringt jetzt obere Beine letztes Mal in der Streckung. Flexen wieder. Zehen voll anziehen. Achtung, dass das Bein nicht zu weit nach vorne ist. Vergesst die Wand hinten nicht. Ferse, Schulter, eine Linie. Mit ihr nach oben und weit nach unten. Ganze Aufmerksamkeit an die Ferse. Schiebst die Ferse so weit, wie es geht, weg vom Körper. Die Taille darf sich wieder heben. Thank you.
machen wir die letzten zwei. Und schließen dann beide Beine. Wir winkeln die Beine wieder an. Macht es euch klein. Ganz eine starke Lordose wieder. Richtiges Gesäß weit nach hinten. Beide Beine, Füße schön übereinander. Und wir öffnen wieder. Weniger ist mehr. Schaust, dass die Hüfte schön übereinander bleibt. Es sollte sich auf keinen Fall verschieben. Und spüren sollte es wieder genau im Gesäß. Machen wir die letzten zwei. Und dann bleiben wir offen. 10 Sekunden. Und verstärkt die Lordose. Richtiges Gesäß nach hinten schieben. Schönes Vorkreuz. Und wir halten noch. Und weiteratmen. So, dass es richtig anfängt, da zu brennen. Die letzten 4, 3 und 6. Gut, wir gehen die Bauchlage weiter. Nehmen wir die Hände 90 Grad. Bei der ganzen Übung bitte immer einen Blick tief lassen. Das Kinn ein bisschen verstärkt Richtung Brust ziehen. Und wir heben alles von der Matte weg. Einatmen, lang werden. Ausatmen, Ellenbogen zum Gesäß. Bei jedem Ausatmen dürft ihr mit der Brust ein bisschen mehr an Höhe gewinnen. Und die letzten drei. Immer lösen, mal Hände auflegen und ihr drückt euch sanft nach oben auf. Findet einen Abstand, der was für euch passt, so dass das Gesäß noch auf der Matte bleibt, beziehungsweise Becken. Wenn ihr da ist, der Abstand bleibt, bleibt es da. Ihr sollt hinten im Lendenbereich einen leichten Druck verspüren. Und ihr lasst jetzt das Gesäß schön locker. Verstärkt nochmal, dass ihr euer Schambein mehr in die Matte drückt. Und ihr richtet euch auf. Ausatmen, die ganze Luft rauslassen. Und versuchen nur locker zu lassen im Rücken. Wir gehen langsam wieder auf die Matte nach unten. Lasst euch Zeit nach der Übung. Und dann könnt ihr das Becken ein bisschen nach links und rechts schauen. Hände platzieren wir wieder neben die Brust. Und ihr drückt euch einmal nach hinten in die Gegenrichtung. Und ihr macht euch klein.